Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie und damit herzlich willkommen aus dem schönen und sonnigen Kroatien mit 20 Grad. Wir stellen euch hier heute den neuen Ford Mustang Mach-E GT vor. Hierbei handelt es sich also um die besonders sportliche Version im Vergleich zu der Allrad-Variante. Diese hat ja schon einiges intus. Im Prinzip basiert der GT tatsächlich auch darauf, nur hat er einige Dinge noch on top optional. Gibt es dann nicht mehr viele Möglichkeiten? Ich spoiler direkt, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr ein Panoramaglasdach haben möchtet, ja oder nein. Die 1000 Euro investieren wir die oder nicht. Und ihr könnt euch dann noch entscheiden, welche Farbe ihr wählen möchtet bei dem Auto. Der Rest ist schon komplett drin. Welche Farbe haben wir denn hier? Eine der zwei neuen exklusiven Farben für den GT, nämlich die orangene Variante. Sie nennt sich auch Cyber Orange. Ein sehr schöner Ton mit vielen Schimmerpigmenten drin und der neigt sich je nach Sonneneinschlag sehr stark ins Gelb. Nicht nur das ist exklusiv beim GT, sondern er hat noch weitere optische Features, die sich von der Allrad-Variante abheben. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an und dazu werfen wir mal einen Blick auf den Grill. Und wem ist es direkt aufgefallen? Ja genau, wir haben hier nämlich einen Polycarbonat-Grill in Dark Matter Gray. Also auch hier wieder ein sehr schöner Name gewählt worden. Im Kontrast mit dem Gelb noch auffälliger als bei anderen Lackfarben. Da könnt ihr allerdings dann euch austoben, wie ihr möchtet. Sehr schön ist immer wieder das Hochglanzschwarz, was in meinen Augen nicht nur hochwertig wirkt, sondern auch die Sportlichkeit zusätzlich unterstreicht. Wir haben hier übrigens serienmäßig Matrix-LED-Scheinwerfer, die sehr schön schmal, sportlich und schnittig und kantig gehalten sind, so wie es dann eben auch zum Mach-E passt. Ebenfalls nur dem GT zuzuschreiben sind dann die Radkästen, die bei der Variante dann nämlich in der Lackfarbe des Korpus lackiert wurden und nicht schwarz abgesetzt sind, wie eben bei der Allrad-Version. Wenn wir den Blick dort unten gerade schon haben, kommen wir mal direkt wieder zurück. Schaut mal, wie schön diese Felgen gestaltet wurden. Auch hier Hochglanzschwarz in Kombination mit dem Silber glanzgedreht. Und was schimmert da noch hervor? Richtig, die exklusiven Brembo-Bremsen für den GT, die schimmern dann unter diesen serienmäßigen 20-Zoll-Reifen hindurch. Und das Schwarz setzt sich durch, nicht nur bei den Außenspiegeln und auch bei dem Schweller, sondern obendrauf, auf dem Dach, das ist nämlich schwarz abgesetzt worden für extra Sportlichkeit und natürlich auch Exklusivität. Auch wenn Allrad und GT sich dabei nicht unterscheiden, ich möchte einmal noch kurz auf die Öffnung der Türen eingehen, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Wir müssen hier einen Knopf betätigen und dann können wir die Griffschale greifen. Das Ganze mache ich jetzt mal mit meinen langen Krallen. Ist das gar nicht so super easy, aber machbar, wie ihr sehen könnt. Das Ganze sieht hinten dann ähnlich aus. Auch da wieder der Knopf. Wir drücken ihn und dann greife ich die Tür halt im Ganzen und habe hier nicht extra nochmal so eine Griffschale. Daran muss ich mich noch gewöhnen aufgrund meiner Maniküre. Was allerdings sehr cool ist, ist, dass wir hier nicht nur unser Telefon benutzen können, um das Fahrzeug zu öffnen. Das ist beim GT serienmäßig. Sondern wir können auch einen individuellen Zahlencode eingeben und im Prinzip unseren haptischen Schlüssel dann zu Hause lassen. Einige von euch werden sich sicherlich weiterhin fragen, warum heißt denn dieses Auto jetzt Mustang, wo doch mit dem Wort Mustang so eine richtige Historie bei Ford mit eingeschlossen ist und die wird ja jetzt nicht unbedingt von der E-Mobilität oder diesem Fahrzeug hier rein optisch verkörpert. Nun ja, zum einen, man erkennt vorne sicherlich etwas Mustang, aber spätestens am Heck hier, in diesem Bereich, wo man wirklich so ein Fastback sieht und wo auch die Hüfte in die Breite geht, da sieht man dann die Anlehnung an den Mustang, den klassischen Mustang selbst. Primär, denken wir, dient der Name aber auch einfach dazu, Leute ein bisschen anzulocken, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dementsprechend auch eventuell auf E-Mobilität zu setzen. Und spätestens am Heck, da wird man dann an den ursprünglichen Namensgeber erinnert, nämlich in Form der Rückleuchten, die wir hier sehen. Auch hier übrigens wieder Hochglanzschwarz und das GT-Logo tont dann in der Mitte, ansonsten recht viele fließende Formen, links und rechts dann Ecken und Kanten. Definitiv auch von hinten sehr ausdrucksstarkes Fahrzeug. Dahinter verbirgt sich selbstverständlich auch ein Kofferraum, serienmäßig beim GT mit elektrischer Heckklappe inklusive Fußkick. Da bin ich allerdings nicht so elegant gestaltet heute hier auf dem Kies mit meinen Schuhen. Dementsprechend
machen wir das Ganze jetzt nochmal so. Dahinter verbirgt sich ein Kofferraumvolumen von 402 Litern und das Ganze lässt sich dann durch Umklappen erweitern auf 1420 Liter. Wem das immer noch nicht reicht, den möchte ich an dieser Stelle an den Frunk von erinnern, denn da haben wir ja keinen klassischen Motor, also 100 Liter Volumen extra. Dann haben wir hier beim Mach E GT zwei Permanentmagnet-Synchronmaschinen, einer an der Vorderachse und einer an der Hinterachse. Zusammen haben die dann 358 kW, 442 im maximalen Peak, aber nur für einen sehr kurzen Moment und 860 Newtonmeter Drehmoment. Zudem, ganz wichtig, das macht vielleicht auch den GT aus, als GT 200 kW Dauerleistung ist schon nicht übel für so ein großes E-Auto. Und dann geht's bis 200 km/h vorwärts und aus dem Stand wohlgemerkt auf 100 km/h braucht er 4,4 Sekunden. Jetzt wird der eine nur sagen, Moment, Ford sagt doch. Ja, Ford sagt, und wenn ihr das schon mal gesehen habt, dann habt ihr doch so ein fettes Sternchen dabei gesehen. Denn die 3,7 Sekunden, die er packen soll, das gelingt ihm nur mit einem sogenannten Roll Start oder einem Rolling Start. Ist im Prinzip aus Amerika relativ geläufig, denn dabei hat er ungefähr einen Foot oder 0,3 Meter Anlaufzeit. Und dann geht's richtig los. Dann zwischen den Achsen sitzt dann der mächtig große Akku mit 98 Kilowattstunden brutto, 88 Kilowattstunden netto. Damit soll er WLTP-mäßig 500 Kilometer kommen. Bei guter Planung vielleicht möglich. Hier zum Start hat er angezeigt 460. Und geladen wird dann hier AC 11 kW, DC 150 kW. In 45 Minuten soll er dann von 10% auf 80% geladen haben, beziehungsweise in 10 Minuten genug Saft für 99 Kilometer Strecke geladen haben. Und noch ein nettes Gimmick nebenbei für alle, die sagen, der GT ist ganz schön teuer. Ja, er ist ja nicht nur vollgepackt, voll ausgestattet, sondern darüber hinaus gibt es auch noch ein bisschen mehr. Für die GT-Kunden ist nämlich das sogenannte Ford Pass Charging Network für 5 Jahre ohne Grundgebühr zugänglich. Und dann bleiben wir doch gleich bei den Preisen. Mustang Mach-E GT ab 72.900 Euro, dann noch die Option Panoramaglas 1.000 Euro, dann noch die Option Farbe 1.000 oder 1.200 Euro, fertig. Thema erledigt. Haltungskosten, so wie jetzt hier steht, müsst ihr rechnen 1.093 Euro im Monat, mehr dazu unten in der Videobeschreibung. Und zum Thema Reichweite, Verbrauch und so weiter und so fort auch nochmal eine kleine nette Anekdote. Rechnerisch hat nämlich ein Mustang Mach-E einen Guinness-Weltrekord aufgestellt mit etwas mehr als 800 Kilometer mit einem Akku. Rechnerisch, wie gesagt. Also sie sind nicht komplett von 100 auf 0 gefahren. Sie mussten ein bisschen dazwischen laden, haben aber dann schon ausgerechnet, 800 Kilometer wären mit einer Ladung möglich. Denn bei zwei Ladestopps von 1351 Kilometer Strecke vom Nordosten bis in Südwesten der britischen Insel hat man dabei 6,5 Meilen pro Kilowattstunde geschafft. Und das entspricht ungefähr 10,46 Kilometer pro Kilowattstunde. Das ist schon ein ziemlich ordentlicher Verbrauch. Der GT braucht ein bisschen mehr, aber hier geht es ja auch um was anderes. Nicht in erster Linie um Verbrauch und Reichweite, sondern primär um den Fahrspaß. So, dann werfen wir mal einen Blick auf den Innenraum. Komplett in Anthrazit gehalten und echt schön und ordentlich verarbeitet, wie ich finde. Wir haben verschiedene Materialien. Wir starten nichtsdestotrotz bei den Sitzen. Da sehen wir nämlich zum einen Wildlederoptik und Glattlederoptik. Und der GT kommt dann nicht nur mit den normalen, sprich aus der Arad-Variante bekannten, achtfach elektrischen Sitzen vorne daher, sondern er hat hier diese Performance-Sitze, die dann dementsprechend noch ein bisschen sportlicher gehalten sind und auch ein bisschen mehr Halt bieten können. Abgesetzte Ziernähte mit dazu, das Muster hier in der Mitte mit eingeprägt. Also insgesamt ein sehr cooler, schlichter und trotzdem sportlicher Look. Weitere Materialien finden wir dann zum Beispiel in Form der Carbonoptik und auch Leder bzw. Wildleder wiederholt sich immer mal hier und da. Hier unten allerdings dann nochmal in einer etwas anderen Haptik. Und hier oben, da habe ich mich direkt gefreut, wie schön noch dieser Stoff aussieht. Tatsächlich handelt es sich dabei aber gar nicht um einen klassischen Stoff, sondern wenn ihr dieses Material seht, dann verbirgt sich dahinter immer einer der 10 Lautsprecher. Denn wir haben hier das Bang & Olufsen Soundsystem mit 10 Lautsprechern und 560 Watt. Dann werfen wir noch einen Blick in die Mittelkonsole. Da sehen wir hier und da nämlich so ein bisschen Hochglanzschwarz von außen wieder aufgegriffen. Und unser Blick fällt dann direkt Monte auf unsere riesengroße Kommandozentrale in der Mitte. 15,5 Zoll misst diese, umfasst
alles, was wir brauchen. Es gibt allerdings auch keine haptischen Knöpfe mehr, wenn wir das und das kleine Rädchen hier dann einfach mal außen vor lassen. Ein paar finden sich dann jedoch nochmal an dem Sportlenkrad, was wir hier haben, im GT auch wieder mit ein bisschen Hochglanzschwarz. Und die abgesetzten Ziernähte werden nochmal aufgegriffen. Die wichtigsten Sachen könnt ihr dann weiterhin am Lenkrad bedienen. Und wenn man dann den Blick nach vorne wirft, dann sehen wir, dass wir dann dort hier unser Kombi-Instrument haben. Das misst 10,2 Zoll. In der Mitte des Lenkrads thront dann unser Mustang-Logo. Das GT-Zeichen wird aber auch immer wieder aufgegriffen, nicht nur in den Türen unten beim Einstieg, sondern auch zum Beispiel hier in der Armlehne ist es wirklich so eingestanzt worden. Wie ihr sehen könnt, unser Innenraum ist relativ dunkel gehalten. Wir haben dadurch auch so ein entsprechendes Feeling hier drin. Schwarzer Dachhimmel serienmäßig mit dabei, sowohl bei der Allrad-Variante als auch beim GT weiterhin fortgesetzt. Wem das nicht gefällt, der, und das habe ich vorhin schon am Anfang des Videos gesagt, kann sich auf das Glaspanoramadach entscheiden. Das kostet dann 1000 Euro Aufpreis. So, dann ein sehr wichtiges Thema, nämlich Ablagen. Wir starten ganz klassisch in den Türen. Da können wir auf jeden Fall eine kleine Flasche unterbringen. Eine größere als 0,5 findet dann eher schlecht ihren Platz. Im Übrigen geht das Fach in der Tür relativ weit nach hinten durch. Natürlich hat man dadurch etwas mehr Ablagefläche, aber ich glaube, ein, zwei Sachen könnten da auch ein bisschen verschwinden. Wir haben in der Mittelkonsole dafür aber zwei Cupholder mit einem kleinen Mittelsteg, wo wir auch noch was unterbringen können und unverkennbar sehr viel Platz dann in Form der induktiven Ladeschale. Daneben noch ein weiteres Fach, entweder falls man nicht laden möchte oder aber zum Beispiel der Beifahrer sein Handy ablegen will. Vorne dann übrigens auch entsprechende USB-Anschlüsse. Wir haben unter der Armlehne ein großes Fach, was sich dort versteckt, und wir haben hier unten, wenn wir mal so einen Blick auf den Fußraum werfen, noch ein sehr großes Fach, wo dann zum Beispiel eine kleine Tasche oder sowas untergebracht werden kann. Alles mit einer gummierten Oberfläche, sodass die Haptik da auch dementsprechend passt. Und nicht zuletzt haben wir auch noch das klassische Handschuhfach. Dann kommen wir nochmal zum Fond, denn da hat sich was geändert. Der GT liegt nämlich 10 mm tiefer. Einstieg ist aber trotzdem wunderbar okay. Man muss sich nur eben hier mit der Dachkante so ein bisschen anfreunden. Also das heißt, den Kopf wirklich reinziehen, ansonsten knallt's. Fahrersitz ist jetzt auf meine 1,80 Meter eingestellt. Das Einzige, was man von Veränderungen hier hinten sieht, ist, dass hier die Schulterpolster ein bisschen weiter rausgehen. Aber Beinfreiheit ist auf jeden Fall gegeben. Über die gesamte Hand ist Platz. Und ich glaube, im ersten Video hatten wir ein Panoramaglasdach. Hier jetzt nicht. Vier Finger, zudem auch hier so eine Einbuchtung drin ist, heißt genau auf Kopfhöhe ist ein bisschen mehr Platz. Hier unten gibt es dann zwei Ausströmer, denn wir haben nur eine Zwei-Zonen-Klima, einmal USB-A und einmal USB-C zum Aufladen, sowie kleine süße Armablage mit zwei Becherhaltern drin und Elektroauto typisch, kein oder ein sehr flacher Boden, dementsprechend kann man hier auch ganz gut rum. Sehr weiche Sitzfläche in der Mitte, sehr harte Rückenfläche und vom Kopfraum ein bisschen eingeschränkt, aber ja, für kleinere gewachsene Personen geht es vielleicht für eine kurze Strecke. Ansonsten auch hier hinten sehr bequem. Dann hangeln wir uns jetzt mal von oben nach unten und fangen mit Untamed an, wobei es hier auch noch Untamed Plus gibt, das aber offiziell nur für Rennstrecken zugelassen ist. Kann man auch nicht direkt anwählen, sondern da muss man nochmal einen extra Slider drücken. So, und da wir vorher die ganze Zeit in Whisper gefahren sind, was ich auch vom Namen einen sehr schönen Namen finde, komm, gehen wir einfach nochmal. Also wir sind in Untamed. Untamed Plus lässt sich auch nur im Stand anschalten. Also man hat da alle Möglichkeiten zur Vorsicht. Also den Sound muss ich ja nicht haben. Ne? Aber man muss auch sagen, der passt richtig gut hier. Nennt sich Propulsion Sound. Also wir haben hier auch ein echt amerikanisches Modell.
Und genau die Dinge, die ich beim Mach-E bisher so ein bisschen kritisiert habe, geht der GT ja an. Insbesondere mit breiteren Rädern, Fahrwerk und in letzter Instanz auch die Sitze, die wesentlich, also mir gefällt das Interieur im GT wesentlich besser. Auch durch die Sitze, die nicht mehr diesen Couch-Charakter haben, die sehr komfortabel waren, aber hier einfach viel mehr Support bieten für so Kurvenfahrten. Und das macht dann den GT schon irgendwie aus, dass man nicht nur mehr Leistung hat, sondern dass das Ganze auch entsprechend übertragen wird. Beim Magna Ride Fahrwerk zwiegespalten, denn ich glaube, man hat sich hier seitens Ford mit dem kroatischen Asphalt keinen Gefallen getan. Der ist nämlich nicht besonders gut unterwegs. Das heißt, in großen Teilen dieser Landschaft fühlt er sich sehr unruhig an, was zu großen Teilen aber auch am Asphalt hängt. Heißt in Kurzform schon mal als erster Hinweis für jeden, der in Regionen mit schlechtem Asphalt lebt, keine Empfehlung, denn das Auto ist dann sehr unruhig und sehr unkomfortabel. Er ist definitiv eine, vielleicht sogar eher zwei Ecken straffer und härter als die normalen Modelle, was man vom GT vielleicht auch ein bisschen erwartet, aber er liefert es eben entsprechend auch. Dann wechseln wir jetzt in Active. Zum einen können wir jetzt auch mal den Propulsion Sound ausmachen. Ich würde ihn sowieso meistens auslassen, wobei ich sagen muss, zu untamed und zu sportlicher Fahrweise, es hat schon was, es passt auch irgendwie dazu. Und jetzt in Active ist beispielsweise Kennlinie für Pedal und Lenkung alles ein bisschen ruhiger. Und wenn wir dann in Whisper reingehen, habe ich im Pedal sofort das Gefühl eines Leistungsverlustes, denn da wird ordentlich runtergeredet. Auch wenn ich jetzt hier voll reingehe, geht es zwar vorwärts, ja, aber bei weitem nicht so sehr wie in untamed. Dann hat man auch verschiedene Möglichkeiten, neben den Drive-Modes und neben dem Sound auch noch sein Pedal einzustellen. Heißt One-Pedal-Drive, was sehr angenehm ist, was auch bei vollem SOC genauso funktioniert wie bei normalem, ruhigem, leerem SOC, wie auch immer. Oder man geht komplett in eine gewöhnliche Verbrennerfahrweise oder man geht hier in der Mitte auf L. Larissa hat ihn schon den Larissa-Knopf getauft. Steht nicht ganz dafür, sondern eher dafür, dass wir eine leichte Rekuperation haben, wobei er da nicht komplett auf Null aufbremst. Für alles, was ich in irgendeiner Art und Weise vergessen sollte, verlinken wir euch auch nochmal den ersten Bericht zum Mach-E, denn da ist vielleicht auch noch das eine oder andere ein bisschen mehr drin und es wird dann im Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen verständlicher, was da in der Kritik war und was jetzt hier der GT besser macht oder andersrum, sagen wir mal so. Denn vom Verbrauch her muss man mit dem GT schon ein bisschen mehr rechnen. Es ist für die Leistungsklasse immer noch mehr als in Ordnung und man kann auch Strecke damit machen. Wobei, da vielleicht auch wieder der Hinweis auf das Fahrwerk. Ich habe bisher jetzt noch von dem Magna Ride keine Einstellung gefunden, die ganz klar sagt, okay, ich möchte jetzt definitiv in Komfort gehen. Dieses Fahrwerk an sich ist extrem clever und macht große Teile für sich aus mit diesen Magnetteilen in der Ölflüssigkeit und die, vor allem die Reaktion ist ratzfatz. Allerdings, es ist eben deutlich spürbar straffer als das Serienfahrwerk. Wer also den Komfort möchte, ja, ist vielleicht der GT nicht die richtige Wahl. Im Sinne der Fahrbarkeit, ganz, ganz, ganz andere Nummer und das in meinen Augen primär wegen Fahrwerk und Rädern. Wobei ich mal natürlich sagen könnte, der normale Mustang Mach-E könnte auch einfach mit ein bisschen breiteren Rädern kommen, dann wäre der genauso performant. Glaube ich nicht ganz. Großteil davon kommt sicherlich auch nochmal vom Fahrwerk und also es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn man die beiden Autos nebeneinander fahren würde, wäre es wahrscheinlich noch deutlicher. Aber von dem, was ich noch im Kopf habe, was ich euch damals erzählt habe, der hier ist eher Mustang-mäßig unterwegs und vielleicht auch eher Mustang-GT-mäßig unterwegs, insbesondere mit seiner Kurvenperformance. Also in Kurzform, wer meine Meinung da so ein bisschen unterstützt, sagt, ja, macht schon Sinn, ein bisschen breitere Reifen, dann kann man da ein bisschen mehr Performance rausholen, ist hier definitiv gegeben und ist auch in jeder Lebenslage gegeben, sei es jetzt langsame Kurven, sei es schnelle Kurven, macht einfach schon ein bisschen mehr her mit den breiteren Reifen. Nicht nur mehr Fahrsicherheit, sondern er lässt sich auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen.
und zieht besonders aus den Kurven, merkt man auch so ein bisschen, wie der Allrad sehr clever unterwegs ist. Wo man diese mehr Performance spürt, einmal in die Kurven rein, von den Bremsen, was man denen so antun kann, und aus der Kurve raus, denn da ist der Allrad, also so kann man dann Crossover Schwergewicht Elektroallrad auch fahren, denn er bleibt sehr lange neutral und geht nicht ins Untersteuern und nur einen Hauch ins Übersteuern, was vielleicht so ein bisschen einen Ausblick liefert, was Untamed Plus so bietet, wenn man auf abgesperrter Strecke unterwegs sein ist. Dann weiter muss man irgendwelche Kompromisse mit dem Mach-EGT eingehen, seitens Komfort beispielsweise. Also jetzt hier haben wir, ich würde mal sagen, vergleichbar mit gutem deutschen Asphalt. Und ja, man hört die 20er bisschen mehr von den Abrollgeräuschen, aber hier macht jetzt das Magna Ride Fahrwerk auch einen guten Job und liefert überwiegend Komfort. Aber es sind einfach nur wirklich schlechte Straßen, wo man die schlechten Straßen auch 1:1 mitbekommt. Dann haben wir so bei das Maximale, was hier auf den Autobahnen geht, 110 aufkommende Windgeräusche von den Außenspiegeln. Aber ansonsten ist es relativ ruhig und es sind nicht so hohe Einbußen, wie man von den 20 Zöllern irgendwie meinen mag. Also es ist trotzdem noch einiges an Komfort geboten, insbesondere durch die Sitze. Wo man ein bisschen mehr rechnen muss, ist beim Verbrauch. Primär auch durch die etwas größeren Räder. Das heißt, schnelle Landstraße kommt man schon in den oberen Bereich mit der 3 vorne. Und wenn man dann ein bisschen langsamer unterwegs ist, dann fällt das dann dementsprechend auch wieder. Autobahn jetzt hier, 110 auf kroatischer Autobahn ist vielleicht jetzt nicht ganz so vergleichbar mit 19 Kilowattstunden. Und Landstraße, lasst mich direkt noch mal kurz reinschauen. Hier unten war es, war kurz mal auf, ja, ist immer noch bei 13, wobei kroatische Landstraße irgendwas zwischen 60 und 90 km/h bedeutet. Heißt, deutsche Landstraße muss man vielleicht eine Kilowattstunde mehr mit einberechnen, was aber immer noch okay ist. Ein bisschen mehr als beim normalen Modell, aber immer noch im Rahmen. Dann ist hinsichtlich der Fahrbarkeit vielleicht die größte Frage überhaupt, lohnt sich der Aufpreis gegenüber der Variante darunter? Wenn man jetzt sagt, nur wegen der Leistung, dann ist es schon ein bisschen viel Aufpreis. Denn nur die Leistung ist eigentlich nur die halbe Geschichte des GT. Die andere Geschichte ist eben gerade die Fahrbarkeit, die Fahrwerksabstimmung, die vielleicht jetzt nicht nach so viel erscheinen mag. Denn ja, es sind viele Gleichteile, aber alleine das andere Fahrwerk, die breiteren Räder, die machen schon einen großen Unterschied insgesamt in diesem Mix. Das heißt, man zahlt, wenn man diesen Aufpreis bezahlt, nicht nur für die Mehrleistung, sondern auch schon ein bisschen für das GT-Label da vorne bzw. hinten drauf. Heißt, es ist nicht nur einfach Mehrleistung geradeaus, sondern es ist vor allem, meiner Meinung nach, in erster Linie Mehrleistung durch die Kurve. Da kann man nur noch sehr einfach und schnell argumentieren, ja, aber E-Auto XY hat doch viel mehr Leistung. Das kann gut sein, nur diese Mehrleistung muss auch irgendwie auf die Straße kommen und das muss man Ford Performance nun eben auch mal lassen. Die haben viel Erfahrung mit Mehrleistung und vor allem mit Mehrleistung, aber die sich auch fahren lässt, die sich aber jetzt ja auch in diesem Zusammenhang, sagen wir mal, sogar abschalten lässt, wenn man sie nicht braucht, auf Knopfdruck in Whisper geht und dann sagt, oh, ich lasse heute mal ruhiger angehen, aber auf Knopfdruck dann eben auch in Untamed, das volle Potenzial dieses Autos hat und da auch wirklich nichts, absolut nichts verschenkt wird, nichts eingebremst wird, sondern man bekommt die volle Power geliefert. Und zum Abschluss, wie immer, die Assistenten. Alles hier mal schön aktiviert. Hier auf der linken Seite am Lenkrad können wir es dann schlussendlich aktivieren. Heißt, hier einmal klicken. So. Und dann müsste auch die automatische Verkehrszeichenübernahme mit drin sein. Allerdings hat er jetzt das erste 110er verpasst. Hier, den da. Lane Keep Assist On. So, jetzt hat er auch 110 aktiviert. Und wir haben Lane Keep Assist mit dabei. Das war hier dieses letzte Knöpfchen. Und dann lassen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch diese Kurve hier laufen, weil er dann direkt sagt, obwohl ich jetzt nur eine Sekunde weg war.
hält ziemlich korrekt in der Mitte. Und wenn ich dann mal die Hände dran nehme, passt alles. Das hält ja schon ziemlich gut durch. Also Respekt für die Geschwindigkeit und die Kurve, ist schon ziemlich ordentlich. Das Ganze lässt sich dann hier im Infotainment nochmal einzeln verstellen, verschiedene Möglichkeiten, die Intensität zu verstellen, einzelne Systeme an- auszuschalten. Also hier ist eigentlich nur der Main Switch, wenn man so möchte, der Hauptschalter. Und wenn man ins Detail gehen möchte, was man jetzt eigentlich dann auf diesem Hauptschalter haben möchte, muss man da im Infotainment ein bisschen rumdaddeln. Empfiehlt sich definitiv im Stand, auch wenn es von der Ablesbarkeit und Bedienung ziemlich gut ist. Aus Sicherheitsgründen einfach besser im Stand. Und die Verkehrszeichenübernahme kann man auch einstellen, dass er sehr automatisch übernimmt oder nur als Warnung anzeigt oder komplett gar nicht. Und die Übernahme hat jetzt zumindest hier, sowie auch die Verkehrszeichenerkennung selber, ziemlich zuverlässig funktioniert. Und zum Abschluss noch ein kleines Fazit zur Mustang Mach-E GT. Zweiteilig, ganz wichtig. Für alle, die wie wir mit der Mustang-Historie bekannt sind, verschiedene Modelle über die Jahrzehnte gefahren sind, die werden sich zugegebenermaßen sehr schwer damit tun, den als Ersatz dafür zu sehen. Wenn man das jetzt aber, und das ist eben der wichtige zweite Teil, so als Zukunft sieht, wo man eher in die Richtung geht, ein V8 wird wahrscheinlich nicht wirklich noch eine Zukunft haben und nicht mehr lange existieren dürfen, kann man sich damit anfreunden. Aber vor allem geht es auf die Leute, die gesagt haben, ja, Mach-E ist eigentlich ein nettes Fahrzeug, aber mir fehlt noch so ein bisschen dieses typische Mustang, ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr. Und genau davon hat er auch ein bisschen mehr in jede Richtung. Das war es auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem neuen Ford Mustang Mach-E GT. Jetzt ist die Frage, wie gefällt euch dieses außergewöhnliche Fahrzeug? Schreibt eure Gedanken gerne mal unten in die Kommentare. Wir mischen dann wie immer mit und ansonsten hoffen wir, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn dem so ist, Daumen nach oben, Abo da lassen, uns direkt auch noch bei Instagram folgen und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald wiedersehen. Bis dahin passt bitte gut auf euch auf und macht's gut. Ciao. Was gibt's da? Was gibt's da noch? Was kann man da machen? Dicke Einstellung nehme ich mal. Was ist das? Tic-Tac-Toe for life. Oh. Ach, jetzt musst du. Was machst du jetzt da? Hey, Mann! Der war allein hier. No. Inklusive ist die Ford Pass Charging Geschichte. Und dann kommen wir doch direkt zu den Preisen. Mustang Mach-E GT ab 72. Das wäre jetzt schon arg viel Geld. Bisschen weniger kostet. 72. 20 weniger. Pass auf. 92.000 minus 20. Machen wir so.